Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir ein Elite-Monster fertig gemacht, diesen komischen Schmetterling, den ich nicht leiden konnte. Und wir haben mit Drizelle eine Quest erledigt und hier und da ein paar kleine Quests erledigt. Und jetzt würde ich sagen, hat er echt nur mich angeguckt oder was? Okay, wollte schon sagen. Er stand da so furchteinflößend. Und ja. In dieser Folge werden wir mal ein paar Charakterquests erledigen. Ich habe keine Ahnung, welche Quests hier für welchen Charakter ist und welcher Ort hier welchen Charakter beherbergt, für den wir was machen müssen, aber egal. Wir machen einfach irgendeine Quest. Und ja, mal gucken, wer der erste ist. Ich weiß das selber noch nicht. Roan. Hier, perfekt. Roans Geschichte beginnen. Warum nicht? Roan und Marsha. Das Blöde ist, wenn wir da mehrere in einem Part machen, dann weiß ich nicht, wie ich den Titel nennen soll. Luger, do you know why Marksburg was built? Nö. Ich weiß, es ist eine neue Stadt, die erst letztes Jahr erbaut wurde. Die Stadt wurde erbaut, um die beiden Nationen miteinander zu verbinden? Ja? Ich hab keine Ahnung. Na, stimmt das recht nicht. Just a year ago, this area was part of the schism between the two nations. The city's construction marked the first collaborative effort between the two. It heralded their shared future. You could say that Marksburg is the beginning of a new era of international relations. What are you talking about? Hi, Elise. Oh, nothing. Just some recent history. Can I join in? I don't want to mess up the next pop quiz. Of course you can, Elise. You're my star pupil, after all. Seid ihr Lehrer, Roan? Das erinnert mich an meine Schulzeit. Hm. Okay. Ja, seid ihr Lehrer? Oh, I wouldn't presume to call myself that. I'm simply trying to ensure the young miss doesn't fall behind. Roan is always giving us pop quizzes. What's our next quiz question, Mr. Ilbert? I bet it's about recent Olympias history. Fine, then. Here's your question. Who uttered the famous quote that begins with, May joys from afar beget joys close to the hearth? It's a saying that has made a deep impression on me. Da fragen wir doch mal Nova. We've detected a new fracture dimension. Oh, nee. The rift is in Marksburg. Please check the coordinates. Oh, fucking hell. More work, perhaps? Can you handle this yourself? Nein. The relationship between the nations would be the least of our concerns if we ignored the fractured dimensions. I couldn't study anymore either. Very well then. Luger, we will be accompanying you. Sehr schön. We'll show him what Rizomaxians are made of. How'd you like it if I tugged your head? It doesn't hurt. You're just her talking dummy. I am not a dummy, dummy. Okay, irgendwie habe ich das Gefühl, sie kann Elise überhaupt nicht leiden. Wieso? Okay. Ach ja, dann müssen wir hier so machen, ne? Oh mein Gott, wir werden wieder sowas von in den Hintern getreten. Erstmal möchte ich irgendwo übernachten. Ach, und dann können wir noch ein optionales Mitglied mitnehmen. Okay, perfekt. Dann nehmen wir Mila. Weil sie hatte noch nicht so viel Action. Also unser neuestes Mitglied. So, ich hole mir direkt diese verdammten Gemüsesticks. Damit wir irgendwie was schaffen auch. Ich habe das Gefühl, wir kriegen wieder voll aufs Maul. So richtig volle Breitseite. Wir können die nicht kaufen. Nein! Nehmen wir den hier. Ne, warte mal, den hier. Haben wir, okay. Sehr schön. Können wir irgendwie so. Hey, wir haben neue Sachen. Hallöchen. Goldstaub. Feuer. Was?
Detonator. Riesenmuschel. Okay, wo haben wir die Sachen auf einmal her? Oh Gott, was? Nein. Wenn ich mein Granat verballern. Mein Gott, was? Feiner Down, Lamellschutz, Goldstaub, boah. Oh, die können wir herstellen. Aber sogar tun wir den mal anfertigen. Dann kann ich noch mehrere Feuerregen. Hallöchen. Dafür brauchen wir sogar, doch, wir brauchen was dafür. Verdammt. Dann tun wir mal hier den in der die ewige Flamme herstellen. Wow. Die KP werden sich erhöhen, sehr schön. Ja, hat sich gelohnt, fand ich. Hey, warte mal, das sieht doch verdächtig aus. Ist er aber nicht. Okay. Dann machen wir Rones Geschichte. Hoffentlich kriegen wir nicht allzu sehr aufs Maul. Da würde ich gar nicht gut finden. Aber wir sind mal jetzt beschäftigt erstmal. Wird man nichts mit zwei oder drei in einem. Okay, gehen wir rein. The first order of business is tracking down the divergence catalyst. You don't say. Was, wenn wir hier sterben? Ich habe das alles nicht so durchdacht, finde ich. Ja, ne, hier haben wir noch nicht alles. Wir haben fast genug Geld. Aber ich habe das Gefühl, wir werden nicht genug Geld bekommen hier. Wir können uns nicht hier bewegen, habe ich das Gefühl. You're a shoo-in to win the election, Chancellor Marcia. You got our votes. Thank you. Hey, I recognize her. Chancellor Marcia of Olympias. Hey, it's not every day you get to see a chancellor. She seems to be a politician in this dimension as well. It's an honor to meet you, Chancellor. Please, I insist you accept these Olympian treats. I am most grateful for the sentiment, but I'm afraid I can't. Oh, I insist, Chancellor. Nothing like some good food to keep your mind sharp. Let's show those Rizomaxians what we're made of. Hear, hear! It's time to let them know who's really on top. Ich kann sie irgendwie verstehen. Überkommene Vorurteile. Ja, wir haben irgendwie genau das gleiche gesagt vorher. Tell me you agree with them, Luger. Olympias must be more desperate for resources than I had thought. I wonder how she will handle this. In that case, you would honor me by enjoying such fine produce with your own family. Are you sure? Thank you for your support, but it is not just Olympias. Wer kann auf die Antwort, die ich gegeben habe, war ganz schön. Widespread joy for all. Egal. Ich habe das nicht mit dem. Egal. Joys begat from misfortunes afar bring the brittlest of blessings. Widespread joy is a greater joy for all. Oh. May joys from afar beget joys close to the hearth, and carry those joys far afield. For the act of spreading joy is the greatest joy of all. What? Oh, it just came to me who said that. It was Bradbury, the famous Olympian philosopher. I'm right, right? Correct. Very well done, Elise. You don't find Bradbury to be too much of a bleeding heart? Oh, very much so. But maintaining compassion in a harsh world may be the ultimate test of fortitude. Incidentally, The Science of Happiness is my favorite of Bradbury's works. Ah, yes. The source of that quote. Wow. What's that, Sonny? How'd your fill of philosophy? Ist das eine Katze mit einer Brille? What a cute kitty. He's my dearest friend. Come, Sonny. Let's go home. It was an honor to speak with you. Oh, what? Luger, did you see that? Apparently, Chancellor Marcia's dearest friend is the divergence catalyst in this dimension. After that kitty! They may be bound for a train. Let's follow them to the station. Einfach die Katze ermorden. Natürlich. Hupsa, jetzt bin ich wieder ans Mikro gekommen. Okay, scheint aber nichts hier zu erkunden zu sein, ne? Aber ich gehe trotzdem nachgucken. Man weiß ja, nee.
Die Katze zu töten wird ja wohl nicht so schwierig sein, ne? Außer sie verwandelt sich in eine riesige über mega ultra Katze, dann sind wir alle tot. Ja, ob sich Mila so gut freut, jetzt bei uns zu sein und wieder mit anzusehen, dass wir wieder eine Welt zerstören. Sind hier überhaupt so Sachen, die wir finden können? Nee, ne? Ja, das ist nur eine Story, so. Ich hab Gefühl. Na gut. Ich möchte jetzt nicht unnötig hier durch die Gegend rennen. Deswegen gehen wir jetzt schnell die Dinge ins hier kaputt hauen, die Katze. Und da. Mit dem Zug fahren, ja. Was soll ich denn sonst machen? Vor allem, ich kann da irgendwie gar nicht trainieren, habe ich so das Gefühl. Ah, sehr schön. Rowan und Marsha. Rowan, your conversation was really interesting back there. The science of joy is my favorite of Bradbury's works. That's only the merest hint of how many levels a geezer like me operates on. Inzwischen ist das auch das Mindeste, was ich von euch erwarten würde. Was genau habt ihr denn nun damit gemeint? I was trying to tell her that I hold a similar philosophy. It was something of a gamble to see if she would play along, but when I saw that smile, I knew it had worked. You seem used to this sort of thing. You must have lived quite the life. It's part of the essence of being a gentleman. But while that sort of superficial wit can often grab someone's attention, rarely can it suffice to hold it. Gelegentlicher Lauscher, okay. Was hast du zu sagen? We should head for the front car. Ah, okay. That's where the Chancellor is. Ja, okay, ich bin auch MVP, also ich kann da locker rein, ist auch kein Ding. Sieht genauso aus wie der eine Zug, wo wir ganz am Anfang waren. Hier ist ein Automat, ich habe ein ganz mieses Gefühl. Er kommt wahrscheinlich voller Bosskampf und wir sterben alle. Und ich habe keine Gemüsesticks. Aktiviert! He followed up with the exact Bradbury quote. How perceptive of him. It stopped me dead in my tracks. His eyes were so wise. Yet I couldn't help but notice he had an air of loneliness about him too. Why, Marcia? I don't recall you ever gushing this much about another human. Marcia, I always knew I could never be enough for you. Oh, rubbish. Don't talk like that. I can't rely on others. People are so selfish. That's why I'm so glad I have you. Nevertheless. Wer könnte das sein? Anyhow, I have to go. Your outline is just perfect for my next speech. As always, I can't thank you enough for your counsel. Thank you. And good luck. Vielleicht war die Katze mit dir, die gesprochen hat. Ja, ne? The car seems to be empty. Es war hundertprozentig die Katze. Oder? It's Chancellor Marcia's cat. So this is the divergence catalyst. Tja, dann wollen wir mal. Ich weiß nicht, ob ich eine wehrlose Katze töten kann. Ich schon. Mein Gott. Thought troubles me as well, and I'm not even a cat person. Nevertheless. Kopf ab. You people lost or something? What? No way. You've been eavesdropping on us, haven't you? How is this possible? Wait just a minute. How come you can talk? An ironic question coming from a toy, don't you think? You of all things should know the answer. Huh? Be careful, everyone. Ah, ich wusste es. Now I see. So you've come to kill me. I'm afraid that's not going to happen. Ich hab so das Gefühl, du hast recht, weil du uns vielleicht fertig machst. So vielleicht awesome Musik. Oh mein Gott, du bist Level 35, ach Mann. What just happened? Watch out, everyone! It's stealing movers.
Der macht uns fertig. Wir haben keine Dingens aktiviert und so was. Aber er scheint etwas abzuziehen. Oh, sehr schön. Du bist gegen Licht und Dunkelheit anfällig. Sehr schön. Habe ich irgendwas, was stärker Licht? Okay. Ich glaube, da wird nur eine Geschichte im Part passen. Und zack, scheiße. Ja, ich wollte Rowan haben. Weil vielleicht nicht so viel bringt. Guck mal, Mila verbinden. Vielleicht kann sie ja binden. Hilfe, Hilfe. Ja, super. Ich will da rein. Nein. Ja, du scheinst auch nicht so viel mehr zu haben. Boah, ich liebe diese Musik, ganz ehrlich. So, bitte nicht wieder mit ein, zwei Schlägen töten. Danke. Warum müssen wir ausgerechnet brennen? Verdammt, ich wollte den hier einsetzen. Der müsste doch sehr effektiv sein, verdammt, lass mich machen. Verdammt. Das reicht mal. Töte den. Töte die Katze. Ich drücke immer den falschen Knopf. Er scheint nicht so stark zu sein wie die letzten Gegner. So, jetzt aber. Nein! Aber lass mich mal diesen einen Angriff machen. Danke. Verdammt, der war betäubt. Sehr schön. Frostschneide. Boah. Ja. Und zack, jetzt wieder vor Schnell. Bam! Los, bind ihn. Ja. Sehr schön. Okay, der ist sowas von tot. Jetzt möchte ich mal ausprobieren. Verdammt, hat nicht geklappt. Keine Mystikart. Und sehr schön, er ist tot. No more fighting, Mr. Kitty. We had to do it, but I still feel sad. For the act of spreading joy is the greatest joy of all. And may all your sorrows be my sorrows. Elise, truly, you are kind of heart. Katzenwinze, was? Hey, you better not underestimate me. Weil sie ihn ab fünf Schamschir. So heißt nur die Schwerter, ne? Ai. I see. Yes. So you must be the human gentleman that Marcia spoke of. Please, I ask of you. When I'm gone, promise that you'll be there for her. Please do this for me. Und das war's für diesen Job. Hey, what did that cat mean when he said Elise should know how he could talk? Perhaps the cat experienced some sort of enhanced cognitive capacity. This sort of thing can happen during booster experiments on animals, for example. For real? A booster could do that? Maybe Rolo can talk. I'm more concerned about something else, he said. Seine letzten Worte über Kanzlei Master. Also nicht. Seine letzten Worte. I have met the woman several times over the last year, and I did sense a certain loneliness about her.
It is quite possible that the Marcia of our dimension is in a similar situation. True. The Prime Dimension and Fractured Dimensions are usually kind of similar. If the Prime Marcia feels the same as her Fracture counterpart, then her dream for the future seems quite similar to ours. That would be great news! Yeah! Perhaps this knowledge will grant us the opportunity to open a dialogue with her. Wir erst einmal eine Verbindung herstellen können, dann kommt der Rest doch bestimmt von ganz alleine. Ihr seid aber sehr engagiert, Rowan. Well. You flatter me. I'm just doing what anyone else would do. After all, the future of millions hangs in the balance. Until Marksburg can fulfill every facet of its purpose as a bridge between the two realms, this old fogey will still have work to do. Okay, Rowans Kapitel Nummer 1 abgeschlossen. Rowan und Marcia. Farbvariation von Rowan und Geld haben wir auch bekommen. Da können wir ja mal was spenden. Verdammt. Bezahlen. Okay. Schulden weg. Ich habe nicht so das Gefühl, aber okay, danke schön. Ja, bitte. Vera hier. I've got urgent news for you. Former Director Resnick has stolen the Kanan Waymarker you recovered. What? I've also been given a message for you from a man named Erston. It reads, meet me in front of the Spurious building. Was? The King! Mal sehen, was Erston zu sagen hat. Muss ja wohl wichtig sein, wenn er direkt uns reden will. Continue to pursue former Director Kresnik and keep you updated on our progress. Ich verfolge den Typen direkt nicht sofort. Ich tue ihn nicht sofort verfolgen, der tritt uns in den Hintern. Look at this crowd of people. Don't let me get squished. Ich sag mir Schicht gleich, wenn du das doch mal sagst, mein Gott. Hey, not bad. Mann, immer noch nicht. Wir müssen noch hier die ganzen Dinger voll erkunden. Warte mal, kann ich auch noch Dingens? Ach, ist nicht. Ach, da ist schon alles okay. Ich dachte, da wäre auch in eingeteilt in Riese Maxia und so. Sondern, weiß ich nicht. Irgendwann hat man noch nicht erkundet haben. Diesmal. Na, hier kommt Kitty Quiz. Bye bye. Wow. Okay. Gucken wir mal. Jetzt schon wieder nicht so aufgepasst. Ich glaube, wir haben nichts Neues gelernt, oder? Na gut, würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir die Charakterquest von irgendjemand anderen. Muss ich eigentlich wieder Schulden zahlen? Ja. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Zelda 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.